Hallöchen! Heute stelle ich euch mal von Lego ein paar Sachen mehr vor. Für meine Stadt habe ich mir noch mal so ein paar kleine Sachen geholt. Und ich stelle euch das mal so nach der Reihe vor. Das kann heute ein bisschen länger dauern, aber wir haben ja Zeit. In der Zeit, die wir jetzt hier gerade haben, und jeder einzeln da irgendwie was macht, ist es natürlich nicht schlecht, wenn man irgendwas zu klemmen hat. So, das erste, was ich euch vorstelle, ist das von den Speed-Champions mit der Nummer 75891. Das hier, das blaue Auto. Da haben wir einmal das Teil hier, das ist hier zum Tanken gedacht. So, und dann haben wir einmal einen kleinen Wagen hier. Schön gemacht hier auch. Ich bin so ein bisschen näher. Da die Schriftzeichen drauf von auf den Rädern. Dann von hinten. Hier von der Seite und hier von unten und von vorne. Und aufmachen kann man es auch. Da haben wir einmal das Dach, kann man abnehmen. Dann genialerweise ist hier ein Überrollbügel, den kann man hochmachen. Und das Teil kann man auch noch aufmachen hier. Und dann kann man die Figur da reinsetzen. Also ich finde, das ist genial gemacht, auch genial gelöst. Hier ist die Figur. Ah, typisch mit blauen Helm, blaue Arme, Werkzeug. Sticker sind genug drauf. Also alles, was ihr hier drauf seht, hier sind Sticker, außer die Reifen hier, das sind Prints. Ja, das sind diese Radkappen, die hier drauf kommen. Aber ansonsten, da ich die Spielchampions ja sammle, schönes Modell. Ja, alleine schon der, wie sie das gemacht haben, mit diesen Überrollbügel, den man jetzt runter machen kann. Und hier hinten kann man es auch noch mal zumachen. Und dann das Dach hier oben noch mal draufsetzen. Ja, ich finde, das ist ein schönes Teil. Haben sie gut gemacht hier. Auch hier vorne mit den, dann hier mit dem Luftfilter hier, der das darstellen soll. Also, ja, ist gut. Auch die Form her. Nicht schlecht. So, das war das eine. So, und da wir ja für die Stadt auch mal was zum Saubermachen brauchen, habe ich hier so ein Straßenkehrgerät. Das hat die Nummer 60249 und ist ein grünes, schönes Teil. Da haben wir es. Hier hinten habe ich den Mülleimer mit der, ich mach mal raus, mit der Banane. Da haben wir hier die Banane. Hier so einen kleinen grünen Mülleimer. So, dann kommen wir mal zu dem Modell. Hier vorne haben wir dieses zum Dreck aufsammeln. Dann haben wir hier noch mal die Bürsten hier an der Seite. Das sind so kleine Haarbürsten. Ja, ich mach's mal so ein bisschen näher. Hinten haben wir noch einen Besen und eine Schaufel dran. Ja, das ist auch so ein kleines Modell für einen schmalen Beutel an Geld. Die Modelle haben hier zwischen 6 Euro und 14 Euro gekostet. Also wirklich nicht viel. Das kann man auch abnehmen. Da sehen wir das Männchen. Ne? Straßenarbeiter. Und auch hier nochmal das Dach. Zeige ich euch nochmal. Auch. Also schön gemacht für den City-Bereich. Passt gut in meine Stadt rein, die ich gerade am Bauen bin.
Da werde ich euch auch noch auf dem Laufenden halten, wie weit ich dann da schon vorgedrungen bin. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes habe ich hier was von Disney. So ein Kutschenwagen mit der Nummer 43173. Hat 6 Euro gekostet. So, was ist denn jetzt dabei? Dabei haben wir einmal so eine kleine Geburtstagstorte mit einem kleinen Becher. Na, hier wieder Schlüpferfarben, hier, ne? Schlüpferrosa. Dann haben wir dabei einmal die Kutsche selber. Das ist hier die Prinzessin. Das hier ist so, ja, so Gold soll das wohl darstellen, die Goldräder. Hier diese geschwungenen Verzierungen. Auch hier hinten nochmal die Verzierungen drauf. Von unten, ne, seht ihr wieder diese Bonbonfarben. Schlüpferrosa in allen möglichen Varianten. Das Teil habe ich mir geholt, weil ich stehe auf Tiere. Und das hier ist eine schöne Eule. Ja, die ist auch genial. Ich mache die mal hier oben drauf, dann sehen wir die besser. Damit meine dicken Finger da nicht im Weg. Ja, die Eule hier. Da. Die sieht auch genial aus. Ja, eigentlich schon der Blick von der Eule, das ist doch schon was wert. Nur um das Fett zu kaufen. Wahnsinn, ne? Alleine auch schon das Blümchen, was die hat, und das Krönchen. Auf das Teil muss ich aufpassen, sonst ist es weg, wenn meine Nichte kommt. Die steht auf sowas. So, was haben wir noch im Angebot? Im Angebot haben wir jetzt noch, naja, es soll so ein Feuerwehrwagen darstellen. Ja, aber das hier. Na, seht ihr ja auch hier. Die Nummer ist die 60247. Und hier ist dieser, naja, so ein richtiger Feuerwehrwagen ist es nicht, das ist hier so ein Sportwagen. Ob ich den jetzt in die Stadt stelle, weiß ich nicht. Der hätte auch wieder dieses Schussgerät an der Seite, wo man diese transglierblauen kleinen Einer durch die Gegend feuern kann. Ich glaube, der passt wohl nicht da rein. Da müsste ich was umbauen. Aber das Ding kann man auch hoch machen. Und kann dann hier den Feuerwehrmann, der ist brauchbar für die Stadt. Den Feuerwehrmann, den kann man da reinsetzen. Und was noch bei war, ist dieser kleine Baum. Und was soll ich sagen? Es ist eine Eule dabei. Genial. Auch nur gekauft, weil die Eule dabei ist. So, da haben wir ja was mit dem täglichen Gebrauch. Gerade in dieser Zeit, mein Respekt an alle Feuerwehrleute, Pflegedienst, Ärzte, Polizei, THW und auch an den Dienstleistern, die alte Leute versorgen. Und Menschen, die krank sind, dass die auch versorgt werden. Gerade in der heutigen Zeit und der Ausgangssperre. Dass wir hier nur einzeln oder zu zweit durch die Gegend laufen dürfen. Und hamstert nicht so viel, dass da noch genug Klopapier da ist. Auch für andere. Denkt an eure Mitmenschen. Ansonsten heißt es, nehmt euch einen Waschlappen und macht euch den Po mit sauber. So, dann geht es mal weiter. Ich habe hier noch von Friends den genialen Strandwagen. Weil in der Stadt muss ja auch ein Strand rein, ne? Also es geht ja gar nicht, ne? Ohne Strand, da läuft ja nichts, ne? Also ihr wisst ja, bei Lego ist immer jeder Schritt einzeln, da sind nicht viele Teile. So, ich stelle euch mal die Sachen vor, die dabei waren. Einmal haben wir
Das schöne Mädchen hier. Achso, das Set hat auch die Nummer 41333. Einmal haben wir das schöne Mädchen, hat gleich noch schon mal einen Hundekeks in der Hand. Dann haben wir Wallet in Kleinformat. Guckt es euch an, das Ding, ey. So ein kleiner Roboter. Da hinten dieser Stift da, damit das Ding nicht hier hinten nach hinten umkippt. Genial gemacht. Also als Kopf hat der ein Fernglas und unten hat er so ein paar Räder dran. Ne? Und dann hier diesen Schalthebel hier, ne? Meine ich. Damit das Ding hier so richtig schön. Mal gucken, ob ihr es seht hier. Da. Nee, das seht ihr bestimmt nicht. Mal gucken wir ins Graue. So, ist besser, ne? Da so steht. Und nicht umkippt. Was haben wir noch dabei? Dabei haben wir noch einen schönen Baum und was soll ich jetzt sagen, diesmal ist es eine Katze, die da oben drauf sitzt. Genial, ne? Das ist doch genial. Eine schöne Katze. Es gibt nichts Schöneres als Tiere. Dann haben wir das Auto. Hier haben wir eine Leiter, die ist auch genial, die können wir auch so knicken. Ne? Dann haben wir hier das Auto selber. Schön poppig in Bonbonfarben. Ne? Schlüpferrosa muss ja auch wieder dabei sein. Hier nochmal so schön von hinten. Ja, hier so schön von hinten. Dann haben wir hier oben nochmal so eine schöne Satellitenschüssel. Dann ist hier nochmal so ein Funkgerät dran, ein Fähnchen. Hier haben wir nochmal das von oben, dass wir das mal nochmal zeigen können. So ein radarmäßiges Funk. Ja, so radarmäßig ist noch was. Die kleinen Türchen können wir aufmachen hier. Oh, die kann man hier aufmachen. Auch genial. Scheiben sind transklier. Also wirklich transklier. Also da haben sie sich wirklich diesmal Mühe gegeben bei Lego. Aber es gab ja eine Zeit, da waren sie milchig gewesen. Oder im Transclear Blue oder Transclear Grau, so Rauchfarbe. Also das ist hier so ein kleiner Strandwagen ist das hier. Da fährt man so am Strand so ein bisschen zum Campen. Auch nicht schlecht, auch schön gemacht. So, was habe ich noch im Angebot? Ich habe hier von Friends nochmal die Nummer 41396. Ein kleiner Spielplatz. Eine kleine Rutsche. Die habe ich jetzt hier. Auch genial. Hier schön mit Leiter. Dann haben wir die Rutsche selber. Die wisst ihr ja, bei Lego sind Sticker drauf. Da brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir dabei noch ein Skateboard und was soll ich euch sagen? Ein Hund mit Schleife. Genial. Der Hund muss ja was zu essen haben. Einen kleinen Teller mit einem Knochen. Wie ihr seht. So, ne? Ja. Dann haben wir hier nochmal noch einen Hund. Der versucht hier gerade seinen Knochen zu kriegen und das Teil ist drehbar. Dann haben wir auch noch das Mädchen mit einer Bürste, weil die Hunde müssen ja mal ab und zu mal gebürstet werden, ne? Sonst laufen die ja lollerig durch die Gegend. Geht ja gar nicht. So, das mal an der Seite gestellt. So, was haben wir jetzt noch? Ja, für so einen Spielplatz, sag ich mal, so ein kleines Fußballspiel ist ja nicht schlecht, gerade in der Zeit, wo Fußball alles abgesagt ist, verständlicherweise, Menschenmassen, ne? Geht ja gar nicht mit dem Coronavirus. Und hier haben wir nochmal die Nummer 41330, auch mit Planungstafel, wer wo spielt, wie es gemacht werden soll. Und da sind auch geniale Sachen bei. Als erstes haben wir mal das Tor.
Das hier hinten, es ist Gummi, ne, also flexibel. Hier hinten haben wir eine Funktion, da kann man das Männchen oben vorne drauf machen und dann ist der Torwart hier beweglich, rechts und links. So, was haben wir hier nochmal? Hier ist die, ist der Ball mit der Abschussvorrichtung. Hier ist noch eine, ich nehme den Ball mal in meine Hand, der fällt mir sowieso wieder runter. Da ist die Fahne und hier sehen wir das. Also wenn man hier hinten drauf tippt, seht ihr, ist beweglich. Dann fliegt der Ball durch die Gegend. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. So. 11 Meter und flupp. Hier nochmal hin, damit ihr das besser seht. Zack. Und hier nochmal. Zack. Wunderbar. Läuft. So, was hatten wir jetzt noch dabei? Dabei ist nochmal. Was soll ich euch sagen? Ein Wasserspender. Und eine Currywurst mit Brötchen. Ja, das ist auch genial. Und nochmal so ein Trinkgefäß auf dem Teller. Dann haben wir noch ein Schild damit bei. Das ist die Wegbeschreibung. Damit auch jeder hier hinfindet. So, was ist noch dabei? Erstmal das Mädchen im sportlichen Dress. Und ein Hund. Diesmal in Braun. Natürlich auch mit Teller und Knochen. Weil der Hund muss auch essen. Und hier ist dann nochmal die schöne Planungstafel. Also es ist ein Sticker, ne? Also es ist kein Print, also es ist ein Sticker, der da drauf ist. Schade, dass sie das hier nicht, weil das eine Fliese hier ist, eine große, hätten sie es auch draufdrucken können, aber gut. Hätte Fahrradkette. Ist nur bei Lego so. So, dann habe ich euch ja schon mal das 1, 2, wie viel habe ich euch vorgestellt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Ach, dann machen wir doch mal die 10 voll. So. Kommen wir mal zum Technikbereich. Was ganz selten ist bei mir, Technik. Hier, das ist das A-Modell. Hat die Nummer 42103. Und hier ist es. Das, was ihr hier seht, das sind alles Sticker. Ne? Also es ist geklebt ohne Ende. Manche sagen solche, aber bei manchen passt es. Genial sind hier vorne diese kleinen Räder. Hier vorne drauf sind. Dann haben wir hier noch mal so angedeuteten Überrollbügel. Dann ist hier ein Pullback-Motor drin. Mal gucken, ob wir den Satz hinkriegen. Da ist der. Da vorne ist der Pullback-Motor drin. Ja. Das hier sieht er ja, wenn man das Rad so aufzieht, zack, dreht sich das. Also hier hinten sind die breiten Puschen drauf. Ja. Und hier unten ist der Pullback-Motor. Das hier ist dazu gedacht. Wenn man es richtig aufgezogen hat, dann kann man das hier nur hinten noch einstellen. Dann nimmt man diesen roten Pin und kann das hier noch ein bisschen weiter runter machen. Damit das Auto keinen Überschlag macht. Weil das wird dann wahrscheinlich so starten. Volles Rohr. Das kann ich jetzt hier auf dem Tisch nicht machen. Weil ich habe den ganzen Tisch hier vollgepackt mit Teile, sonst hätte ich es mal vorgeführt. Und was habe ich bezahlt? Ich glaube 14 Euro. Ich glaube 14 Euro waren das. Für den Spielspaß hier mit, wenn man zu Hause kleine Kinder hat, die können damit unwahrscheinlich gut spielen. Ne?
einfach zurückziehen, zack. Dann setzt man sich hin mit dem Enkelkind, mit der Tochter, mit dem, ach, gerade was gerade da ist, wenn es mit der eigenen Frau ist, hin und her fahren, Zeitvertreib. Man muss ja nicht den ganzen Tag in diese schlechten Nachrichten reingucken. Versaut man sich bloß einen Tag mit. Na, hier nochmal das Feuer an der Seite angedeutet. Hinten diese Heckflügel. Hier nochmal von hinten. So, nochmal von der Seite. Da auch nochmal. Und hier auch nochmal. Oh, das ist ein schönes Teil. So, was habe ich denn noch technikmäßig? Hier so ein Speed-LKW. Auch mit Pullback-Motor. Auch das A-Modell mit der Nummer 42104. Und das habe ich hier. Auch die dicken Puschen hinten drauf. Vorne kleinere Gummireifen, von unten nochmal. Hier hinten ist der Pullback-Motor. Ja. Zurück und Gas. Genial finde ich diese Auspuffanlage hier, diese Schläuche, die sind flexibel. Flexible Schläuche. Und hier die Auspuffrohre nach oben. Sticker haben wir hier auch drauf geklebt. Ja, alles, was hier drauf sieht, sind alles Sticker. Aber so für einen Anfang, wenn einer so mal so ein Technikmodell und nur 14 Euro ausgeben möchte, dann reicht das hier. Ein simples, kleines Modell. Ja, auch die Stoßstange vorne. Von hinten. Ja, ich wollte jetzt nicht jedes Einzelne in so einem Video vorstellen. Ich dachte mir, mein Schreibtisch steht sich hier sowieso voll und ich packe sowieso alles runter und nach unten in die Stadt, ins Erdgeschoss. Ne? Dann sage ich mal, mache ich das hier gleich fertig. In einen Rutsch durch und dann hat sich das. Dann ist der Drops gelutscht. Da brauche ich mir ja nicht die Arbeit machen und jedes Mal hier irgendwas da zu machen, weil bin ein bisschen faul. Von daher, aber das waren erst 9. Ne? Also 1 müssen wir noch, 10 müssen wir voll machen. So, 10. So, jetzt kommt noch was nicht von Lego ist. Aber auch ein geniales Teil. Das ist ein Modell für die Vitrine. Zum Hinstellen. Der Eiswagen. Das Dream Car. Aus der Dreamcar Serie von Tsingbao. Manche werden jetzt anfangen zu heulen, das steht halt so viel Lego vor und jetzt kommt er mit Tsingbao. Ich stelle alles vor. Also das Ding hat die Nummer XB08004. Ich schreibe euch das alles auch unten in diese Beschreibung rein, was ich da vorgestellt habe. Und hat 111 Seiten. Also das ist ein bisschen anspruchsvoller hier. Hat natürlich auch Sticker. 4 Bauabschnitte, also hier so eine Tüten. Sind auch Technikteile bei. Die Klenkerkraft ist gut. Da fällt nichts auseinander. Nicht, dass einer meint hier, oh, da stellt sich was aus China vor. Das fällt doch sowieso auseinander. Nee, nee. Seid da vollkommen auf dem falschen Pferd. Es waren 2 Figuren dabei. Was soll ich euch sagen? Hier schön in Bikini, ne? Schlüpfer rosa. Ist auch der Schlüpfer. Dann hier er hier mit so einer orangen Badehose und ja, gut, man sieht es ein bisschen schlecht so. Er ist ein Bär, er hat 3 Haare auf der Brust. So, jetzt stelle ich euch dann mal das Modell vor gleich. Moment, erstmal muss ich hier Schluck aus der Kaffeetasse.
vom vielen Labern kriegt man trockene Nerds. So, jetzt werden wir uns erstmal das Modell holen. So, hier ist das Modell. Das ist ein Klotz. Die Räder sind verchromt. Also wirklich verchromt. Dann kommen noch verchromte Zierleisten drauf. Hier, diese Zierblenden, die da drauf sind. Und alles, was ihr hier draußen seht, sind Sticker. Also ist geklebt. So, fangen wir mal an. Ich nehme mal hier dieses Ding hier oben ab. Das hier soll die Eistüte mit den verschiedenen Kugeln darstellen. Das ist hier oben auf dem Auto drauf. Hält auch. Es fällt nicht runter. So, dann gucken wir jetzt mal in den Innenbereich. Dann nehmen wir mal das Dach ab. So, da haben wir schon mal das Dach. Da haben wir hinten hier die Rückleuchten. Und die Teile hier sind verchromt. Genauso wie hier das Frontlicht. Ist auch verchromt. Dann nochmal von hier. Hier ist nochmal der Lautsprecher dargestellt. Hier nochmal von innen. Da haben sie auch so was Buntes reingemacht. So, jetzt kommen wir mal in den Innenbereich. Was wollte ich euch erstes sagen? Achso, hier, da sind noch Schiebetüren. Die kann man aufmachen. Ne? Da und da. So, dann haben wir Schiebetüren. Die haben wir erstmal aufgemacht. Da sehen wir jetzt von innen den Fahrersitz, Beifahrersitz. So, der Innenbereich. Wir sehen da in der Ecke erstmal einen Haufen Eiskugeln. Auch da schön dargestellt. Dann haben wir hier für die Hygiene nochmal ein Waschbecken. Das ist da. Dann haben wir hier nochmal so ein Tresen mit ein bisschen Geld. Also das Geld sieht anders aus wie von Lego. Das ist hier so mehr dollarmäßig. Na, genial, ne? Hier draußen seht ihr nochmal die ganzen Sticker, die ich drauf geklebt habe. Die Eistüten da und Preisschilder, was es nicht alles gibt. Aufmachen kann man auch noch was. Das ist hier die Luke. Auf der Seite habe ich die Luke aufgemacht hier. Da. Damit man hier auch Eis rausgeben kann. Hier ist der schöne Schlitz. Da haben wir nochmal den Kassenbereich und die Eistüten drauf sind. Und da hinten kann man sich das Eis aussuchen. Die Scheiben, die dran sind, sind transclear. Also wirklich transclear. Also auch nicht milchig. Auch nicht zerkratzt. So, aufmachen kann man hinten die Tür auch noch. So, die Rücklichter, das sind so kleine Parabolspiegel. Dann hat man hier noch so ein Transclear-Doppel drauf gemacht. Und hier hinten ist auch nochmal ein verchromter Parabolspiegel hinter. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, sieht man ein bisschen schlecht, ne? Na, jedenfalls ist es da. Von unten Platten. Also den Geld. Hat auch ein gutes Gewicht. 2 Kilo. Der Frontbereich, den sieht man ja auch. Sieht auch schön aus. Auch schön gemacht. Also die haben sich viele Chromteile verbaut. Das Auto ist fahrbar. Man hört es auch ein bisschen. Es ist ganz knapp hier unten. Aber die Stoßstange ist auch verchromt. Ich weiß nicht, habe ich das was schon gezeigt? Verchromte Stoßstange? Alles chrom. Chromteile. Sieht schön aus. Alleine schon die Funktion der Schiebetüren finde ich in Ordnung. Dann wieder das Dach draufgesetzt. Funktioniert. Und sitzt das dann so fürs Regal oder Vitrine zum Hinstellen, diesen Eiswagen, der ist doch top. Ich glaube, das hat einer entworfen.
Ja, steht doch hier drin, wer es gewesen ist. Ich zeige euch das mal. Miras Muni Abu Jaber. Kommt aus Jordanien. Jordanien steht da, ne? Das soll ein Modell von den 2500 Ford GT sein. Der war auch schon im Magazin von Top Gear, im Bricks Magazin und so Art auch Lego Skill. Und war auch schon bei Brother Bricks. Also die werden wahrscheinlich hier die Lizenz hier dafür haben. Für den hier. Nicht, dass er wieder Pull-Alarm kriegt ins Auge. Weil das ist ja momentan sowieso alles hier ein bisschen komisch. Wer hat wen was wo weggenommen? Wer hat wo was bezahlt? Interessiert einen gar nicht. Da sage ich immer nur, wenn einer Modell ins Netz stellt und soll dazu sehen, dass er sich mit dem Chinesen einigt und auf den Preis, und dann können sie es dann vervielfältigen. Alle auf der richtigen und sicheren Seite. Aber weißt du heutzutage gar nicht mehr, bestellst du irgendwas, stellst es dann vor und dann, oh, das geht doch gar nicht. Das ist doch bestimmt gemopst. Ich gucke mir jetzt nicht hier etliche tausend Seiten an, wer wo was da irgendwo kopiert hat. Also als Endkunde ist mir, was willst du denn machen? Du siehst Modell, das sieht super aus, bestellst es dir hin. Ob da nun einer von bezahlt worden ist oder was, das kannst du nicht sagen. Da müssen die sich selber einigen. Der Mocker mit dem Händler oder Hersteller. Die müssen da irgendwas machen, dass sie da irgendwas abkriegen. Das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man es da gesehen hat, man holt sich die Anleitung. Mehr kannst du auch nicht machen. Dann hat er auch sein Geld. Also immer gucken, dann, dass der im Internet bei Rebrick oder Eurobricks oder wo die gerade sind, zahlst du so ein paar Euro für die Anleitung. Manchmal sind die Anleitungen sogar noch besser. Das muss ich natürlich sagen. Also vom Bauen her ist das manchmal besser, wie das, was die Chinesen dann gemacht haben mit der Anleitung. Da müsst ihr dann gucken. Manchmal hauen die auch die Fehler aus den Bauanleitungen raus. Oder hauen welche rein. Also das müsst ihr euch selber angucken und entscheiden, wie ihr es macht. Manche kaufen sich das Modell nur und stellen das ja auch nicht vor. Dann stellen sie es da in eine Vitrine rein und erfreuen sich da dran. Von daher, seht zu, dass er das Beste draus macht. Ja. Dann sage ich nochmal, gerade in der heutigen Zeit, gerade wo der Virus unterwegs ist, der macht vor keinem Halt. Haltet euch an die Vorschriften, damit nicht zu viele angesteckt werden und wie das Chaos wie in Italien oder Spanien kriegen. Und dann nochmal danke an alle Rettungskräfte, Feuerwehr, Krankenwagen, Ärzte, Pflegepersonal, egal wo sie arbeiten, im Krankenhaus, Altersheim. Ein riesen Dank an alle, die mithelfen, um das zu überstehen, was wir jetzt hier gerade durchmachen. So, und jetzt sage ich auch genug gelabert. Jetzt mache ich erstmal ein Päuschen. So, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Baldo.